Scheint nicht der Fall zu sein. Hier würde ich eigentlich auch gerne irgendwie hinkommen, aber ich weiß nicht wie. Okay. Schlüssel zur Pyramide, kommen wir nicht dran. Truhe finden wir keine. Da geht es zu den Archiven. Ah, das heißt, ich werde mal hier ausmisten. Ausmisting betreiben. Der kann weg. Das Horn brauchen wir noch. Den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. Helm brauchen wir noch. Den Helm brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr. Das Tribal-Schild können wir auch liegen lassen. Die Dinger möchte ich behalten. Das brauchen wir nicht mehr. Den können wir wahrscheinlich auch nicht unter Wasser benutzen. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt sind wir ein bisschen weniger belastet. Das heißt, du kannst uns die Rüstung, noch das Rüstungsteil geben, die Legplate. Dann kannst du Essen nehmen. Du hast ja jetzt etwas mehr Belastungsgrenze jetzt dann. So. Hast du da noch Platz? Ja. So, das heißt, du nimmst noch ein bisschen Essen hier auf. Nimmst die Knarre, gibst sie mal an ihn weiter. Die macht gut Schaden. So. Noch mehr Essen. Essen ist kein Problem mehr. Wir haben jetzt auch wieder Ballast frei. Warum auch immer du so viel tragen kannst, wahrscheinlich wegen deiner hohen Stärke. Also ja, ich muss gucken, dass ich bei den beiden dringend Agility steigere. Athletics, dass sie mehr tragen können und mehr aushalten. Und ansonsten, ich kann nicht mehr gen Süden. Also bleibt uns nicht mehr viel übrig. Wir müssen wieder nach unten in diesen Dungeon. So, mit den Ratten möchte ich mich nicht noch mal unbedingt anlegen. Also da bei dem Turm, wo steht I dare you. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich könnte zurückgehen zu diesem Meditationsspot und versuchen, mich mit den drei Eiselementaren auseinanderzusetzen. Zweite Möglichkeit, ich versuche mich mit den zwei Elementaren in den Archiven auszusetzen, die da die Treppe runter sind. Dritte Möglichkeit, ich gehe in die Sewers. Aber ich glaube, ich versuche es nochmal erst mit den Meditationselementaren hier, dass ich einfach gucke, dass ich wegrenne. Essen dürfte voll sein und der Kristall leuchtet wieder. LP 040. Und Licht ist ausgelaufen. So. Hier lang, hier lang. Falsche Richtung. Ich wollte ja zum Meditationsspot gehen. Der wäre in der Richtung hier. Wer weiß, vielleicht finde ich da einen goldenen Schlüssel. Oder wieder meinen Tod. Ja, genau, hier lang. Habe ich nicht eigentlich irgendeinen Zauberspruch für Schild? Also für einen Schockschild. Da müsste Frostschild. Darf ich den mal kurz probieren? Nein, so nicht. So auch nicht. Okay. Aber du brauchst was zu essen. So. Wow, Eier Setting gut. Okay. Alle anderen noch gut dabei? Ja. Noch habe ich mich nicht bewegt. Jetzt aber.
Secret gefunden. Ja, lass mich durch. Ich bin tot. Wow. Eine Rüstung. Ein Schlüssel. Was kann ich abgeben, das nicht ganz so schwer ist? Nein. Nein. Ja, gut. Jetzt habe ich allerdings ein Problemchen. Kann ich einen hier reinlocken irgendwie? Ja. Kommt auch nur der eine? Nein, es kommen zwei. Ich bin wieder tot. Ja. Gleich laden. Aber wir versuchen es nochmal. Scheint ja irgendwie schaffbar zu sein. Wenn nicht, muss ich ein bisschen wohl tricksen. Genug Essen haben wir ja jetzt zur Zeit. Also muss ich mich wahrscheinlich in den einen Raum zurückziehen. Ja. Die Schreie aus der Nachwelt sind unheimlich. Aber ich glaube, ich kann das schaffen. Irgendwie. So, hier lang, hier lang. Und hier hoch. Dann finden wir gleich wieder das Secret. Ja. So. Da würde ich gerne rein. Ja. Wow. Das war jetzt arg knapp. Schlafen, schlafen, schlafen. Oh, wir sind in einer anderen Kammer gelandet. Mit einem Stück Käse. Hier war sonst allerdings, ist sonst allerdings nichts. Du kannst was essen. Also ja, es müssten drei von diesen Jungs sein. So. Solange nur einer von denen kommt, soll es mir recht sein. So, sperren wir uns mal mit dem hier ein. So. Mit einem kommen wir nämlich zurecht. So. Genau. Sehr schön. Einer ist weg. Es sind noch zwei. So, einen haben wir getroffen. Komm her. Ich mach die Tür zu. Genau, so kann ich das auch machen. So. Komm. Au. Außer er macht es natürlich so. Ja, genau. Verwirren wir ihn mal.
So. Edge, Badge. Oh, da ist der zweite Kumpel. Kommst du nochmal zurück? Nein, runter. Du isst was? Die anderen sind noch gut beisammen mit der Nahrung. Dann heil dich mal hoch. So, das dürfte schon wieder einiges verbraucht haben. Au. Du nimmst wirklich gut Schaden durch den Angriff von dem. Au. Ja, du bist schon wieder fast tot. Wow. Wow. Komm, komm zurück. Komm, komm her. Au. Ja, trink noch mal einen. Ja. Das ging daneben. Da ist der andere schon wieder. So, weg mit dir. Jetzt fehlt nur noch der eine, oder? Gucken wir mal. Den können wir ja theoretisch jetzt hier reinlocken. Und ihm ordentlich eine verpassen. Ein Schaden. Und ein Level up. Du. Skills. Firearms. Erstmal. Du. Dodge. Du schwere Rüstung. Du Athletics. So. Dann kannst du schon mal das und das hier tragen, nämlich. Das verringert deine Stärke aber etwas. Aber das ist egal. Du kriegst die hier dafür. Was für einen Hut trägst du? Plus 4 Protection, plus 2 Evasion. Dann nimm du mal den Hut. So, solange bis wir was anderes gefunden haben. Weil jetzt kannst du wenigstens was tragen. Und du? Du kriegst jetzt deine Knarre. So. Hast du mit der vielleicht sogar ein bisschen mehr Accuracy? 2. Okay. Jetzt wird's lustig. Jetzt nehme ich nämlich das Ding. Und bin überladen. Deswegen kriegst du erstmal das, bis wir wieder draußen sind. Du kriegst das hier. Und ich kann mich jetzt hier in Ruhe umschauen. Boah, das hat sich echt gelohnt, ein Level abzukriegen. Scroll of Dispel. Requires water. Shoot away of the damage elementals. Was zur Hölle habe ich da gerade richtig gelesen? Oh, danke schön. Danke, danke, danke. Jetzt kann Tarion einen Zauber, der extra dafür gedacht ist, Elementare zu schädigen. Das heißt, ich kann auch gegen die Blattviecher was ausrichten. Feuerbomben. Oder Feuerbomben nach ihnen werfen. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Und ja, ich freue mich gerade über diesen Zauber. Oh. Ich wollte eigentlich noch gar nicht zurück. Bitte noch einmal wieder dahin schicken, bitte.